This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Herzlich willkommen hier auf dem Feld, in wunderschönen Natur. Heute wollte ich mal über das Thema Erfolg sprechen. Darüber den Erfolg mal wieder neu zu definieren. In Unternehmen, da muss man gewisse Bilanzen, Finanzen erreichen. Und das sind die Ziele immer von finanziellen Hintergrund. Und da möchte ich mal drüber reden, dass man mal wieder neue Maßstäbe setzen kann. Also wenn du jetzt dieses Video schaust, egal ob du selbstständig bist, irgendwo angestellt bist, sich mal gewisse Fragen zu stellen, wie erfolgreich du bist, wie erfolgreich, und zwar bezogen auf, darauf, ob du ethischen Ansprüchen zum Beispiel gerecht wirst. Was machst du für eine Arbeit? Was weiß ich, hilfst du Obdachlosen? Machst du irgendwelche Hilfsaktionen? Hilfst du in sonstiger Weise irgendwie deinen Mitmenschen? Was für eine Arbeit gehst du nach? Das mal als ersten Erfolgsmaßstab zu nehmen. Und dann der zweite Erfolgsmaßstab, wie viele Menschen hilfst du? Nicht darauf zu achten, wie viel Geld du damit verdienst, sondern wie viele Menschen hilfst du? Wenn man solche Maßstäbe zum Beispiel mal für ein Unternehmen einführen würde, wenn der Staat es auch mal machen würde und dementsprechend die Steuern auch anpassen würde an das Unternehmen. Das heißt, wenn das Unternehmen ethisch 90 Punkte erreicht von 100, dann wird es dementsprechend gering besteuert, weil das so hohe ethische Ansprüche hat, so viel Menschen hilft. Und dann als zweiten Punkt, ja, wie viel Menschen hilft's? Erstmal was, wie es hilft, dann wie viel Menschen hilft's? Und das sind genauso Fragen bei deinem eigenen Unternehmen, auch wenn du selbstständig bist. Wie viel Menschen hilfst du mit einer guten Sache? So, daran den Erfolg messen. Nicht den Erfolg am finanziellen Ausmaß. Das Finanzielle sollte eine Nebensache sein. Natürlich sollte man davon leben können, wenn man Menschen hilft, so warum nicht? Das ist auch immer so eine Sache, viele haben diesen Glaubenssatz, wenn man was Gutes macht, dann sollte man davon nicht leben können. Mutter Teresa soll am besten kein Geld für die Arbeit nehmen. Was soll ein Heiliger und ein Priester verdienen? Nix am besten, der soll nicht mal ein Dach über dem Kopf haben, der soll alles umsonst machen. Nein. Man soll natürlich davon leben können. Das ist eben so ein Glaubenssatz auch, der bei uns so tief drin ist, dass Geld schlecht ist. Und die Leute, die schlechte Sachen machen, die verdienen komischerweise in dieser Welt auch ziemlich viel Geld. So. Verdienen auch Leute Geld mit guten Sachen. Aber bei Weitem nicht so viel wie ja, irgendwelche Banker, Glücksspiel, ja, oder Prostitution, egal in was für Bereichen. Überall, wo ja, Unsittlichkeit herrscht, da wird ein Haufen Geld gemacht. Geht es dann um Tausende mit Drogen, mit was weiß ich. Da wird ein Haufen Geld gemacht, Drogen, Alkohol. Ja. Man sollte wieder neue Maßstäbe setzen. Eben, ethisch, moralisch. Wie erfolgreich bist du? Und jetzt schreib dir mal wirklich auf, so hey, wie viele Menschen hilfst du jeden Tag mit deiner Arbeit? Schreib dir das mal auf. Daran solltest du deinen Erfolg wieder messen. Und das fände ich auch schön, wenn es da in Zukunft vielleicht Lösungen in der Politik geben würde, zum Beispiel in der Wirtschaft, in der Finanzwelt. Ja, dass da zum Beispiel eine andere Besteuerung stattfindet. Ich meine, ich könnte auch als Ingenieur irgendwo arbeiten. Ich habe das studiert, habe da meinen Bachelor gemacht. Aber danach ist mir einfach klar geworden, hey, das ist nicht hundertprozentig das, was mich erfüllt. Mir hat es schon Spaß gemacht. Aber ich wollte doch noch was anderes machen. Was mich wirklich 100% erfüllt, was wirklich 100% mein Ding ist und wo ich vor allem viel selbstständiger arbeiten kann, wo ich ja, mein eigener Chef bin und noch mehr Menschen helfen kann. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, anders zu arbeiten, das was ich heute mache, Leuten zu helfen, hier mit Videos, mit Videokursen, mit Coachings und was auch immer.
Und das wünsche ich jedem, so dem nachzugehen. Und dann eben dieses persönliche Glück nochmal am Ende anbringen. Frag dich, wie glücklich du wirklich bist. Wie erfüllt dich deine Arbeit? Machst du die Arbeit wirklich nur, um Geld zu verdienen? Dann ist es mit Sicherheit die falsche Arbeit. Schau, dass du dich Schritt für Schritt dahin entwickelst. Es muss nicht von heute auf morgen sein. Schau, dass du dir erstmal Zeit nimmst. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, raus aus dem Hamsterrad. Schau dir das mal an. Schau, dass du erstmal dir Zeit nimmst, damit du erstmal zu dir finden kannst. Dann kannst du herausfinden, was du wirklich möchtest, was du von diesen unendlichen Möglichkeiten auf dieser Welt, was du da ausleben möchtest. Und dann kannst du was Sinnvolles tun. Dann kannst du, du wirst doch Geld damit verdienen, aber das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben uns da in so einen ganz andere Richtung verdrängt und jetzt müssen wir erstmal wieder ins Normale kommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben uns auch ein Leben lang, 20 Jahre, in dieses System langsam reingepresst. Jetzt müssen wir uns da langsam wieder rausholen, dass wir wieder viel mehr das tun, was uns wirklich erfüllt, womit wir Menschen helfen und den Erfolg daran messen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich eben auf dieser Welt. Ansonsten macht's gut, Leute. Genießt das schöne Wetter. Geht nach draußen. Bewegt euch. Ciao.